Sony Computer Entertainment präsentiert Sucker Punch. Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Jawohl, es ist eigentlich schon überfällig, aber jetzt endlich spielen wir es. Wir spielen Infamous, den zweiten Teil, nachdem wir Infamous Second Son gespielt haben und auch Infamous 1 relativ gut durchgekommen sind. Hatten wir Infamous 1 auch auf 100%? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Infamous Second Son hatten wir auf 100% und bald kommt auch schon das erste, naja, DLC wird aber ein Standalone von Infamous, das nach Second Son spielt, mit der Olle mit den pinken Haaren. Wie heißt das nochmal? Infamous Blabla Light. Ne, habe ich jetzt ganz wissenschaftlich, ganz redaktionell habe ich das jetzt aufgelöst. Ich habe den Titel gerade nicht im Kopf, weil ich habe das vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen mal so nebenbei gelesen. Sofort aufgeschrieben und Infamous 2 konnte ich jetzt die ganze Zeit nicht spielen, weil ich keine Playstation mit hatte in Los Angeles, wo ich ja gerade für 2,5 Monate stationiert war sozusagen. Und wir setzen natürlich die Story von Infamous 1 fort. Man kann also das Save Game übernehmen, das finde ich ziemlich geil. Wir können natürlich ein neues Spiel starten, wollen wir nicht. Wir setzen die Story fort. Und dadurch haben wir freigeschaltete Boni. Gutes Karma. Beginnen Sie Infamous 2 mit gutem Karma der Stufe 1. Wow, hat sich voll gelohnt. Hauptmission abgeschlossen. Beginnen Sie Infamous 2 mit zusätzlichen XP. Und Explosionsscherben beginnen Sie Infamous 2 mit größerem Energiespeicher. Aber ich bin fast sicher, das Ganze wirkt sich eher ganz minimal aus. Und ich fahre jetzt mal fort. Studium abgebrochen und als Fahrradkurier gearbeitet. Vor allem, um meine Eltern zu ärgern. Ich war einer, den man nicht bemerkt. Nur ein Typ, der Leuten Pakete bringt, die keiner kennt. Bis eines Tages ein Paket mich fand. Tausende starben. 5 Häuserblocks zerfielen zu Schutt. Und mittendrin war ich. Am Leben, aber verändert. Niemand konnte ahnen, was dann kam. Damals stand Empire City unter Quarantäne. Es war am Ende. Andere Leute mit Kräften tauchten auf und ich musste alles aufklären. Herausfinden, wer mir das Paket gegeben hatte und warum. Sogar mein bester Freund wandte sich ab, um selbst Kräfte zu kriegen. Und am Ende fand ich den Verantwortlichen, Kessler. Er erklärte mir alles mit einer Zukunftsvision. Eine Bestie würde kommen. Ein Monster, das nur ich töten kann, sofern ich stark und bereit dafür bin. Einen Monat später traf ich Lucy Kuo. Sie wusste alles über die Bestie. Sie war da, um mich vorzubereiten. Sie sagte, ihr Freund Dr. Wolf würde an einem Strahlenkugel-Prototypen arbeiten und könnte meine Kräfte verstärken. Ich müsste nur mit ihr nach New Marais kommen. Ich brauche diese Kräfte. Die Bestie kommt. Und ich werde bereit sein. Und auch wir werden bereit sein. Ich sag's dir, Cole. Agent Kuo? Die ist knallhart. Gleich das erste Schiff? Die Frau hat Beziehungen. Das wird eine ganz kurze Sache, Mann. Ich werde reingehen, hol mir ein paar neue Kräfte und komm wieder zurück. Komm schon, Mann. Entspann dich doch mal. Wir fahren nach New Marais. Ich muss wieder hier und bereit sein, wenn er auftaucht, Sieg. Glaub mir, Cole. Nach der Arbeit mit Dr. Wolf wirst du bereit sein. Arbeit? Langsam, Kuo. Wenn wir da sind, arbeiten wir an den 3 M's. Mojitos, Möpse und mechanische Bull. Meine Herren, ich habe das Gefühl, ihr erkennt das Ausmaß dessen nicht, was hier eigentlich los ist. Was ist hier los? Die Bestie.
sehen Sie sich in einem ganz neuen Licht, indem Sie mit dem rechten Stick nach oben sehen. Sehen Sie mit dem rechten Stick nach links. So. McGrath, wir hatten eine Abmachung. Das Schiff legt ab. Bleib locker. Ich habe genug Zeit. Begeben Sie sich zum Aufruhr und wie man sieht, wir befinden uns mit dem Spiel. Die Grafik hat einen ganz ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Ist natürlich immer noch kein Infamous Second Son, aber an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen bei Infamous 2. Endlich nach der langen Zeit begeben wir uns zum Aufruhr. Und ich muss zugeben, ich weiß gar nichts mehr. Also jetzt von der Steuerung. Ich muss gerade eben nochmal testen. Aber ich kann jetzt auch nichts machen außer springen. Wir haben alle unsere Kräfte verloren, wie es aussieht. Aber wir werden es herausfinden. Wir begeben uns erstmal zum Aufruhr. Halten Sie L1 gedrückt, um zu zielen. Lassen Sie uns durchkommen. Sprengen Sie das Tor. Ja, jawohl. Gerechtigkeit. Was ist da los? Huah. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich nehme die Beine in die Hand. Leute, lauft doch nicht auf den Pier. Auf den Pier wartet euch nur Wasser. Ich weiß, ah, fuck. Ihr wollt von der Explosion weg, aber... Cole, du musst ihn aufhalten. Auf wen soll ich bitte feuern? Schießen Sie auf die Ursache des Auf... Da hinten. Hier? Hier drüben, Mann. Ach du Scheiße. Riesengroß. Au. Ah. Cole? Steh auf, Mann! Das. Scheiße. Hinter dir, Cole, hinter dir. Nein. Kessler hat mir von dir erzählt. Ich werde es zulassen. Ich bin ausgewichen, verdammte Axt. Ne. Kann doch nicht tot sein. Ja. Ich glaube, das war erst Runde 1. Wir müssen den Gentleman ein wenig verschrecken. Das Problem ist, ich kann ihn nicht ausweichen. Was macht er denn da? Ich kann gerade überhaupt... Hallo? Hallo? Was passiert hier? Schalten Sie die Bestie aus. Ja, ha, 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 ha. Ich glaube, das war's gleich. Und das ist nur der Auftakt, das ist die erste Folge, Freunde. Ich habe noch keine Ahnung mehr, das ist doch schon 1000 Jahre her. Ich kann auch überhaupt nicht ausweichen, aber mir passiert irgendwie... Wo ist sie hin? Ja, offenbar da. Nein. Wo ist sie denn? Ich kann hier sehr schlecht ziehen. Wo ist sie denn immer? Der braucht mal 10 Jahre zum Orientieren und dann bin ich weggeschossen. Weil genau vor seinem hässlichen Kopf, dann donnern wir ihm in die Visage rein. Das muss doch reichen, verdammte Axt. Ja. Es ist sehr schwarz-weiß. Ja. Denk mal drüber nach. Mach nicht weiter. Hör auf. Dir fehlt schon eine Hälfte vom Kopf. Und ich weiß, das kann nicht alles gewesen sein. Scheiße. Los! Zeig ihm, was du kannst! Ja. Komm schon, Bestie, komm schon! Gib auf! Hey, nicht schlecht, Mann! Jetzt geh wieder aufs Schiff! Der Bier bricht zusammen! Gute Arbeit, McGrath!
Das war beeindruckend. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Ich kann leider noch keinen Gleitflug machen. Ich kann nur springen, alter Schwede. Die Welt um uns bricht in sich zusammen. Alles schaukelt, alles bebt. Na los, Mann, spring! So sieht's aus, wenn ich die Tanzfläche betrete. Huah! Nein. Nein. Nein, er lebt. Na los! Mach schon, mach schon! Komm schon, lass mich los, du hässlicher Bestie! Die Bestie hatte mich besiegt, meine Kräfte gebrochen. War das das Ende? Fast hoffte ich es. Die Bestie hatte sich wieder gesammelt. Und jetzt ist Empire City tot. Unser Schiff floh gen Süden nach New Marais. Die Leute hielten Abstand, ob aus Respekt oder Furcht. Ich weiß es nicht. Es war egal. Ich war allein. Andere beschäftigten sich mit alltäglichen Arbeiten, als würde das die Welt in Ordnung bringen. Aber ich wusste es besser. Ich hatte Kräfte, um die Bestie zu töten. Ich war stark. Ich war bereit. Ich hatte ihr alles entgegengesetzt. Und es reichte nicht. Das musste sich ändern. Am nächsten Tag fing ich an. Ich arbeitete mit Sieg an einem Gerät zur Bündelung meiner Kräfte. Mann, er würde alles tun, damit wir wieder Freunde wären. Agent Kuo sammelte Informationen über die Bestie. Stadt über Stadt ging verloren, als sie die Küste runterwanderte. Sie nutzte ihre Kontakte, um ein kleines Boot in Beschlag zu nehmen. Yumurei war abgeriegelt. Niemand durfte hinein. Wir mussten durch die Sümpfe reinkommen. Ich weiß nicht, wer schon mal jemanden verraten musste, verloren hat oder gescheitert ist. Diese Momente prägen uns. Sie treiben uns weiter, als man es je für möglich gehalten hat, und verlangen von uns Entscheidungen, was es auch kosten mag. Infamous 2. Die Bestie ist 1500 Meilen von New Marais entfernt. Hallo, Cole. Weißt du, wenn du zu Wolf gehst, wird garantiert alles völlig... Sieg! Sieg, Motor aus! Was ist? Milizblockade. Wenn wir näher ranfahren, werden die uns versenken. Ich schätze, dann wird's langsam Zeit für meinen Auftritt. Wart mal, Mann! Hier ist er. Ist der schon fertig? Ich hoff's. Probier ihn aus. Ich werd nicht mehr. Wow. Was ist das denn? Ich nenn's Dick End. Sehr gut, Sieg. Danke, Bruder. Viel Spaß damit. Das wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Drücken Sie, um den M zu schwingen. Und ich heiße noch einmal herzlich willkommen. Habe ich mich schon festgebackt? Juhu, juhu. Okay, ich kann aber wieder wegspringen. Noch einmal herzlich willkommen bei Infamous 2. Und ich muss sagen, das ist ungewöhnlich, wenn man dran denkt. Bei Second Son hätten wir ein Seattle-Fest. Bei Infamous 1 in Empire City. Und hier fangen wir in irgendwelchen Sümpfen an. Das ist interessant. Hey, Kuo. Weiß die NSA, was du mit mir vorhast? Ich bin erstmal beurlaubt. Warum das? Du scheinst doch beisammen zu sein. Die NSA will mit dem Militär gegen die Bestie vorgehen. Wolf hatte eine bessere Lösung. Er hat die Strahlenkugeltechnologie erfunden. Du brauchst Energie, um die Bestie zu besiegen? Dann frag ihn. So, mit X springen. Halte R1 gedrückt, um elektrostatische Düsen... Okay. Ach ja, die Steuerung.
Eindringling! Huch! Ich rechne mit mehr Widerstand. Die Miliz kontrolliert Ein- und Ausfahrten in New Marais. Wie konnten sie ihre Stadt diesen Provinzärschen überlassen? Menschen handeln komisch, wenn sie Angst haben. Ich bin doch kein Freak. Ich hab auch Gefühle. Jetzt nenn mich doch nicht so. Ah, wie habe ich das vermisst? Das Balancieren, das Rumlaufen, das Schießen. Die sehr merkwürdige Steuerung, an die man sich gewöhnen muss. Okay, pass auf. Ich übe noch mal ganz kurz. Damit kann ich einerseits gleiten, aber ich kann auch schießen damit. So, das geht. Du hättest nicht herkommen sollen, du Freak! Ich bin doch kein Freak, ich bitte Sie, mein Herr. Hey, Kopfschock, wo ist denn der Kopf? Hey, alles okay? Klang schlimm. Alles okay. Etwas Strom. Und es geht wieder. So, wo haben wir denn hier Strom? Hier stand doch gerade noch High Voltage. Da steht High Voltage dran, aber das ist gar nichts. Hier ist doch High Voltage, das sehe ich doch. Hier sind doch Elektrogeräte. Willst du mich verarschen? Da oben wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich nur High Voltage an extra ausgeschüttet. Jetzt. Vielleicht. Cole, vielleicht könntest du mit etwas Energie die Brücke senken. Besser als schwimmen. Aber nicht überladen. Ein Feuer könnte den ganzen Ort in die Luft jagen. Ja, stimmt. Damit wären alle auf einmal erledigt. Genau, auch die Frauen und Kinder und Tiere. Okay, wir müssen also behutsam vorgehen. Umsehen. Da vorne müssen wir hin. Das heißt, wir müssen damit die Brücke... Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal... Entschuldigung. Das muss ich aufladen. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Weiter so! Ach, okay, jetzt leuchten die gelb. Alles klar. Ich soll aber nicht zu viel machen. Das war's dann. So. Das soll reichen. Brücke kommt runter und wir besuchen mal die Herren. Die übrigens ein bisschen aussehen wie die Dups. Die DUPs aus Infamous Second Son. So sehen die ein bisschen aus. So, und wir sind immer noch Cole übrigens aus dem ersten Teil. Das brauche ich wohl gar nicht sagen. Cole, danke, dass du dich zurückgehalten hast. Sehr gerne. Oh, naja gut, Zurückhaltung ist da hinten nicht unbedingt. Uah. Freunde, wir können auch reden. Kann ich die auch in Luft springen eigentlich? Nee. So, ganz ruhig, Mädel. Ich will euch nichts tun. Wenn du die Leute heilst, sind sie auf deiner Seite. Na, das ist ja gut zu wissen. Ich hoffe, ich kann ja auch jemanden heilen. Ich habe immer Angst, dass sie jemanden umbringen, weil die Steuerung ja so komisch ist. Alter! Alter, jetzt bleib doch mal stehen! So, der ist erledigt. Und jetzt probieren wir mal ganz kurz R1. Hallo? Drücke doch. Bin ich doof? Ich halte R1 gedrückt und drücke Dreieck. Ich probiere es nochmal ganz kurz bei wem anders. Hä? Jemand kann Ihnen bestimmt helfen. Okay, das will irgendwie nicht ganz. Es geht aber nicht. Ich drücke R1. Ich drücke L1. Ist doch unfassbar. So. Wie gesagt, bei der Steuerung muss erstmal ein bisschen reinkommen, aber das ist ja einfach liegen bleiben. Immer so gewesen. Keine Angst. So, Bürger gerettet. Gutes Karma.
So, die Leute freuen sich auch. Die haben wieder Gutes getan. Ich tanke erstmal ein bisschen. Ich tanke erstmal ein bisschen auf. Entschuldigung. Müssen wir ein bisschen leiser feiern. Wir müssen ja die Welt retten gerade. So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn... Ich will keinen Strom abziehen. Ich wollte genau diesen Impuls. Aber der Impuls ist gleichzeitig auch Strom abziehen. Ist nicht menschlich. So, auf jeden Fall kann man sagen, wir haben hier sehr krasse Grafikeffekte. Also wenn wir getroffen werden, sieht es immer so halb so aus, als wären sie sofort tot. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel wir einstecken können. Generell aber hoffentlich ein bisschen mehr. Haben wir denn noch Freunde hier? Der hat auch ein Aimbot an, ganz ehrlich. So, dann machen wir wieder den Zampano hier oben auf dem Dach. Kopfschock. Und irgendwer hat noch Achtung Feuer gerufen. Irgendwo muss ja noch einer sein. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Siehst du hier jemanden? Ich sehe hier momentan niemanden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir hier lang müssen. Okay, ich glaube, wir sollten nicht unbedingt hier rumstehen. Das da hinten ist wahrscheinlich die Mörserstelle. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen, ehrlich gesagt. So. Denen ist die Stadt auch scheißegal, wie es aussieht. Ich glaube, die haben nur Interesse daran, hier alles kaputt zu bomben, damit sie uns erwischen. Und das alles wegen eines Außenseiters. Versenken sie das Boot, indem sie den Sprengstoff im Umkreis zerstören. Oh. Das war ich nicht. Sieht aus wie eine kleine Gartenfete früher bei uns. Das hier ist kein Sprengstoff, das sieht nur aus wie Heuboden. So, ich glaube, das war die Mörserstellung. Juhu! Der Mörser ist außer Gefecht. Aber da vorne gibt es bestimmt noch mehr Miliz. Okay, du gibst uns ein Zeichen. Wasser mag ich gar nicht gern. Was für eine beschissene Stellung ist das denn hier? That's what she said. Aber ernsthaft, einfach so eine komische... Ich meine, wenn da so dieser komische Typ aus dem Wasser kommt... So, wir müssen wahrscheinlich da hinten hin. So. Nach einer Weile geht's wieder. Huch. Freunde, lasst mich jetzt mal was klarstellen. Ich gründete die Miliz nicht für mich, sondern für euch. Zu eurem Schutz. Ihr musstet in letzter Zeit Opfer bringen. Ihr musstet viel aufgeben. Einige Freiheiten. Doch das geschah zur Sicherheit von euch und euren Familien. Mhm. Ist das nicht jedes Opfer wert? Wovor ihr beschützt werdet, fragt ihr. Freaks! Scheusalen! Es gibt sie, meine Freunde.
Sie sind schon unter uns. Und sie sind die größte Bedrohung, die wir je hatten. Als ich die Gefahr für unsere Stadt erkannte, zögerte ich keine Sekunde. Ich bitte euch darum, dasselbe zu tun. Bitte meldet ungewöhnliches Verhalten über den Notruf der Miliz. Unser Überleben hängt von euch ab. Und wieder einmal bewahrheitet sich die Geschichte. Die Menschen fürchten das, was sie nicht kennen. Und wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, der hat beides schon verloren. Ein Zitat von Benjamin Franklin. Hui. Also, wir kommen voran. Keine Wachen? Hier ist so viel Sprengstoff. Gehen Sie, indem Sie... Muss ich da mal ganz kurz gucken. Lass die nicht in die Stadt! Was ist los mit diesen Leuten? Die haben Angst vor dir, Cole. Die haben einfach Angst. Und wir geben ihnen den Grund dazu. Ich würde sagen, wir beginnen. Hier. So, das war das. Ich würde sagen, hier ist noch alles relativ easy. Man muss in die Steuerung natürlich reinkommen, ganz klar. Ist ja schon wieder ein Weilchen her. Es geht langsam. Ja, das war ja mega schlau. Ja, man muss in die Steuerung langsam rein. Was war denn hier? Das ist ja wohl ein Witz. Okay, man hätte ruhig ein paar Save Points, ein paar Checkpoints hätte man großzügiger setzen können. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß normal machen. Und das gleich in der ersten Folge, wie traurig. Aber das kann natürlich passieren und gleich zu Anfang des Spiels damit zu beginnen, hier quasi alle Register zu ziehen, ist schon ein bisschen gemein. Huaha! Aber nicht anders kennen wir ja Infamous. Freunde, lasst mich jetzt mal was klären. Also, wir kommen voran. Lasst die nicht in die Stadt! Was ist los mit diesen Leuten? So, die haben Angst, Cole. So, jetzt auf. Und weiter geht's. Einfach geradeaus gleiten ist das Einfachste. Ich tue mich hier ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Weil wir die ganze Zeit nur Wasser überall haben. Und das ist natürlich gleich das gefährlichste Element. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall irgendwo runterfallen. Sonst müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist natürlich schon ein bisschen gemein. So, komme ich da hin? So. Ach, der lebt ja noch. Wieso treffe ich denn nur das Ding davor? Komm schon. Granate! Nein! Der ist ja einfach nicht ausgewichen. Er sollte wegspringen. Hat aber nicht gemacht. Tja. Hat er sich einfach mal selbst umgebracht. Uah, nicht da überall rumspringen. Hier ist aber Wasser, Junge. Guck doch hin. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich führe die gleichen Zwiegespräche wie bei Infamous 1. Da unten liegen noch in der alten Suppe und wir betreten gleich die Stadt. Es sieht so aus, als hätten wir es gleich geschafft. Jetzt müssen wir noch da irgendwie... Und drin. Okay, Leute. Ihr könnt andocken. Gut, wir kommen zu dir und dann geht's weiter zu Wolfs Labor. Nach New Marais durchbrechen. Mission abgeschlossen. 500 XP. Durch ihre Taten sind sie deutlich heldenhafter geworden. 15 Mal erledigt. Friedlicher Gruß, Heilimpuls. Die Miliz hat die Stadt verändert. Nichts ist, wie es mal war. Weißt du noch? Ich weiß es noch. Ja, ja, ich erinnere mich an New Marais. Ich kam vor 4 Jahren hierher und lernte zu klettern. Nach der Flut war die Hälfte der Häuser verlassen.
Es war einfach perfekt für Klettertouren. Mann, sogar Sieg versuchte es. Oh, das war toll. In jeder anderen Stadt hat man 10 Minuten zum Klettern, bis die Polizei auftaucht. Aber hier? Mann, hatte die Polizei genug anderes zu tun. Es gab kein Gesetz, alles war dreckig und bis auf die Krater war das ein Paradies. Aber das war mal. Jetzt rennen hier diese Arschlöcher herum, die jeden mustern und Abartige fertig machen wollen. Die Luft ist dick. Die Leute hier explodieren bald. Und in dieser Ruine einer Stadt liegt der Schlüssel für die Verstärkung meiner Kräfte. Diese Schweine werden sich mir in den Weg stellen, wollen mich töten, um ihre Stadt sauber zu halten. Kommt nur her. Ja, was für ein Auftakt, liebe Freunde, man glaubt es gar nicht. Also ganz zu Anfang, ich war völlig überfordert mit der Bestie, ganz am Anfang, die da plötzlich, der wir uns gegenüber gesehen haben, beziehungsweise nicht gesehen haben, weil ich war irgendwie ständig umgedreht und hab mit dem Rücken zu ihr geschaut. Wir haben, die ist noch 1500 Meilen entfernt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind gerade ganz am Anfang, wir haben gerade mal das Tutorial geschafft in dieser Folge und ab der nächsten Folge geht's dann los und ich bin sehr, sehr gespannt, welchem Gegner wir diesmal gegenüberstehen, also wie die Bestie sich bis dahin entwickeln wird. Ich glaube nicht, dass wir die später so einfach fertig machen können, wie jetzt ganz zu Anfang im Tutorial. Ich glaube, die wird später viel stärker sein und wir müssen es auch sein. Und ich frage mich halt, welche tragische Geschichte steckt denn jetzt dahinter? Bei Second Son hat man die Familiengeschichte, bei Infamous 1 hat man die Liebesgeschichte. Was steckt jetzt bei Infamous 2 dahinter? Das würde ich gerne wissen und ich hoffe, da gibt es noch was. Und ganz ehrlich, ich habe Sieg immer noch nicht verziehen und ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es will. Guten Tag. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn es dann richtig losgeht mit Infamous 2. Ich freue mich drauf. Tschüss.